für die Boys, der Favoriten sind. Rein in die erste Draft. Hoffentlich 3-0 für die Two. Ich würde mir so sehr wünschen, dass wir heute 3-0 sehen. Und morgen 5 Games. Ich hoffe sehr darauf, dass die Two einfach klar dominiert, damit wir einfach ein starkes Team zum MSI sind. Das ist quasi die gleiche Storyline wie jedes Jahr. Das Team, das bei MSI eine Chance haben soll, Europa muss hart stompen und besser sein. Und der G2 gegen BDS 18-3 ist absolut dominant. Hoffentlich können sie diesen Trend heute fortsetzen, 3-0 rüberfahren und dann zeigen, was Europa drauf hat. Denn sind da so oder so schon bei MSI dabei. Und BDS müsste sich hier bis Finale qualifizieren, um ihre Chancen zu erhöhen. Denn wenn sie im Finale gegen G2 spielen sollten, dann werden sie safe bei MSI so oder so am Start. Ja, auch wenn Fnatic Dritter wird, ne? BDS hat safe mehr Punkte. Aber ja, das ist auch Zukunftsmusik. Darüber reden wir dann natürlich erst ab morgen und in nächster Woche. Denn nächste Woche ist schon Finale in Korea und in Europa. China erst in 2 Wochen. Gell, First Pick. Wäre geil. Und auch der Ziri-Band finde ich so sexy von G2. Wieder haben wir die Draven Kalista-Bands. Jetzt hat die Frage, testet man den Varus weg von Hanzama? Ist er ein in der Karriere meistgespielter Champion? Bei Far Hanzama aus Most Played. Von daher, ja, nicht schlecht, dass du contesten, wenn schon andere Bully die Carries raus sind und auch dein bester Easy Scaler raus ist. Denn ja, Jinx scaled ebenfalls stark, aber ist halt sehr leicht angreifbar im Vergleich zu Ciri, die halt immer rausdashen kann. Daher dir Mofin de Coco. Vielen Dank für den Start, mal willkommen. Nein, nicht Mofin, Muffin. Ja, und an Baibri, an Sophia, an wohin genau und an Tendo. Und da ist der Varus wieder angesprochen. Und Rexer Takeaway auf jeden Fall ein Pick, der sich durchgesetzt hat. Heute hat T1 den permanent gebannt. Und generell ist Rexer ein Champion, der sehr hohe Priorität annimmt. Kleiner als weil sie einfach basically alle Matchups gewinnt und auch ihre Counter-Matchups sind absolut playable für sie. Mit Adaption Richtung Fleet Footwork und Co. kann man das machen. Libby hat Rexer ja so ziemlich eingeführt, in Europa zumindest. Adam wird es jetzt vielleicht in diesem Erfinder entwenden. Okay, wo lieber Jungle Pick lieber früher genommen? Interesting. Jetzt bin ich gespannt drauf. Werden wir Jax dagegen sehen? Weil späterer Jax gegen Wolibear ist nice, aber muss ich sagen, sind sauer mittlerweile. Wir übernehmen jetzt einfach Kontrolle über die Karte in allen möglichen Elos. Ey, nein, der Freddy für den Raid. Hallo. Hallo, der Frederik-Zuschauer. Der Fackelzug, er brennt heiß und er brennt warm. Er wird die Gemüter erhitzen, hoffentlich. Und wir sehen die. Oh, das mache ich gar nicht, by the way. Um die Freddy-Zuschauer abzuholen, ihr seid gerade beim G2 gegen BDS Upper Bracket-Finale. Morgen Fnatic gegen Vitality. Bin ich wieder in der Arena am Start. Dann haben wir 5 volle Games. Hoffentlich. Heute hoffen wir auf ein 3-0. Damit wir so stark wie mich bei EU Masters sind, bei MSI sind. Und die Musik ist ziemlich laut, kann das sein? Mal ein bisschen leiser. Ja, Jinx Lulu. Warum bin ich kein Fan? Well, Hanzama ist eher für Early Game Snowball Champs bekannt. Draven, Kalista und natürlich auch die Varus Botlane ist oftmals von ihm geführt und er spielt das deutlich besser als die Hyperscaler. Zusätzlich dessen ist Jinx auch extrem angreifbar. Jetzt spielt man Double Hail of Blades AD Carry. Also, BDS geht den Weg von T1 letzten Jahres, womit sie Worlds gewonnen haben, gegen die Scaling oder auch vor allem Melee Champions. Jetzt muss G2 dagegen gegenhalten auf Botlane. Ihre beste Option war wirklich einen Early Game Jungler zu draften, sowas wie Xin Zhao und Rell auf Botlane zu flexpicken mit einem anderen AD Carry. Aber jetzt müssen sie im Endeffekt ja mit Rell Botlane gegen Wolibear. Du verlierst also Botlane Hardcore. Jetzt seht ihr auch, BDS ist klug. Sie bannen 2 Midlane Champions, die im Early Game Druck ausüben können. Vor allem Nico kriegt Prio gegen auch Orianna und andere Champions. Die jetzt Hans die Cups rausbannt. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Insgesamt steht es zwischen G2 und BDS 18-3. Adam hat gerade im Tür gesagt, sie haben so ein bisschen Mental Block gegen G2 und machen darüber Witze, dass sie nicht gegen G2 gewinnen können. Hoffentlich auch heute nicht. 3-0 heute und ich wäre happy. 3-0 und dann geht der Stream aus, dann geht er morgen wieder an, wenn der DC startet um 17 Uhr. Morgen ist nämlich nur LEC, kein Korea-China. Die setzen morgen aus und übermorgen. Eine Menge Fackeln im Chat von Frederik H. und der Tolksche Fackelzug kämpft dagegen. Neuse. Ja, Thalia, Orianna rausgebannt gegen wiederum 2 Early Game Bully Champions, LeBlanc und Nico. Richtig geile Pick-Bann-Phase, ehrlich gesagt, von BDS. Ich finde BDS gewinnt die Draft gerade sehr hart. Der Seal-Pick ist geil. Varus Ash im Early Game Bullying lassen plus Volibear Dives. Top-Lane kriegst du 10th Pick. Für Adam, während all seine Champions offen sind, Darius, Olaf, Garen, allesamt ist ready. Also, ja, eigentlich jetzt Broken Blade geht Rek'Sai, nehme ich an. Und ich habe keine Ahnung, was Caps picken sollte. Oh, wir schießen Botlane. Wir machen China. Machen wir China? Wir spielen Chinesisch. Wir spielen NRP. Wir Laneswappen, oder? Das ist Laneswap. Das ist actually Laneswap. Das ist Laneswap der Blinds. Botlane ist so fucked, dass die Laneswappen werden. Die werden actually Laneswappen. Sion geht Botlane und Sion wird den Death tanken und die Wave haben, wie auch immer. Lulu Jinx wird swappen, weil sie nicht spielen wollen gegen Ash Varus. Es gibt sonst keinen Grund, der Sinn ergibt, jemals Sion zu picken. Sion ist immer schlechter als Rek'Sai oder Ornn in jedem Game, außer du Laneswappst. Das wird Action Laneswap, 100%. Muss es werden.
Haben wir von NRP gesehen, vor ein paar Tagen, war aber ohne Sound, war mit Udyr. Es war extrem geil, was NRP gemacht hat. Der mit Udyr invaded auf Level 1, Topside getradet, dann hat Udyr Toplane verlassen. Der Enemy Toplane war extrem gechunkt, weil Udyr zwischen den Turrets getradet hat auf Level 1. Er wollte quasi proxyen. Renekton hat davon abgehalten, dann hat Renekton versucht die Wave zu farmen, aber im Busch war einfach eine Jinx drin. Plus Support, dann ist Renekton gestorben, Udyr ist Mitte gelaufen, also Chanji, der Rumble-Bomb-Tag aus Korea, aus China, hat Mitte gepusht, ist dann Botlane gelaufen, der Botlane wurde er gedived, ist gestorben, aber hatte 0 CS und er stand 1-0-3 oder so, oder 1-1-3 oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird das 100% Landswap. Wenn es kein Landswap wird, hat G2 Hardcore-Draft verloren. Arthos ist ein Hardcounter zu Sion, er kann alle Qs canceln. Volibear dominiert Early Game gegen Rell, kann Botlane diven, Double Hell of Blades, Late Invade Ankle. Das muss 100% geswappt werden. Es ist unplayable. Legit, ich finde die Draft unplayable. Aber wenn es so ging, also ist fein. Der Rest ist unplayable. Also let G2 cook, aber das Ding ist, wir haben ja früher gegen BDS und gegen Adam öfter gescrimpt, auch als er noch bei Fnatic war. Und Adam hat Zion die ganze Zeit so gespielt. Denn Adam war einer von diesen Frechdachsen, der ist mit Zion Level 1 in den Busch reingelaufen auf Botlane, hat Q gecharged und gehofft, dass du nicht damit rechnest, dass er da ist. Also BDS weiß auch. Also ich glaube, bei jedem Pro-Player und Coach klingeln so die Alarmglocken, sobald Zion angelockt wird. Das wird ein Lane-Swap. Das denkt sich quasi jeder. Weil sonst gibt es keinen Grund, Zion zu draften. Der Champion ist kacke im Vergleich zu allen anderen Optionen. Naja, reine Game 1 ist Best of 5s. Upper Bracket Finale. Der Gewinner ist im Finale selbst drin. Let's get it, Chat. Hand, set. G2 Fighting! Okay, gibt's ja nicht leider. Warum haben wir nicht sowas in Europa? Die Chinesen machen dieses Jaju und ja. Wir haben einfach nichts. So, kommen wir mal auf die Lane Assignments. Ich wäre mindblown, wenn sie es nicht machen würden, bin ich ehrlich. Ich glaube, wenn sie es nicht machen, hat BDS, also wenn BDS gut spielt, ein Free Win. Von daher, let's see. BDS geht Late Invaden oder Early Invaden. Wollen wir Vision scouten, um den Lane Swap zu vereiteln. Oftmals wollt ihr vor allem Kontrolle haben auf den Wölfen. Und natürlich hier mit Double Hill of Blades, genau wie es T1 gemacht hat. Einfach invaden, gucken, was passiert. Wenn der Gegner sich zeigt und testet, dann kannst du kämpfen gehen. Wenn nicht, dann nicht. Alles auf BDS gesetzt. Weiß ich jetzt nicht, Bro. Aber mal sehen. Ihr seht, er geht Toplane. Jinx ist running top. Aber BDS weiß das. BDS scoutet nicht scheiße. Und Jinx rennt Toplane. Die werden actually swappen. Und BDS riecht das. Weil die es halt auch spielen können. Die haben ja auch einen Zaun-Spieler im Team. Jinx rennt Toplane. Finde ich geil. Ist auch, glaube ich... Es wäre so interessant, im Interview zu hören. Ich hoffe, es wird, wenn G2 oder BDS gewonnen hat, wird trotzdem G2 interviewt. Weil ich darüber hören will, wann haben sie entschieden in Draft, dass sie Lane swappen werden. Weil wir haben es natürlich gesehen, sobald Zahlen kommt, aber vielleicht haben sie sich erst gedacht, ja, die predicten den Lane swap, ne? Die predicten das auch. Dabei Hell of Blades ist jetzt schon Toplane geswappt. Look at this. Die sind einfach schon da und die countern das. Richtig geil von BDS. BDS predicted alles und geht für den Kampf und da ist nicht mal eine Jinx da. Also easy fight. Broken Bad ist straight dead. Kann auch flashen, wenn er will, aber ist useless. Und jetzt hast du einfach einen Lane swap, der scheiße läuft. Ha, geil. Labrov chase doch Mickey runter. Mickey ist actually auch dead, oder? Kommt er zur Blastkunde rechtzeitig. Labrov hat Flash. Kann der eigentlich über die Wand stunnen? Er wird ignited, aber der Stun misst, lol. Lol, okay, okay, er ist trotzdem tot. Flash Autodeck von Yike, um ihn zu retten, aber es reicht nicht aus. Junge, was ist das jetzt schon für Banger? What is happening? What is happening? Aber es ist geil, weil alle Teams wussten, was Sache ist. Dieser Lane-Top hat ja vor Jahren nicht funktioniert, wenn du nicht damit rechnest, aber Zion. Es lockt Zion, es wird Zion angelockt, auf einmal gibt es Fistfight. Jetzt ist Sheo da, Sheo hat Flash Advantage, das ist ein Win für BDS. Der Flash auf Yike drauf, tötet den, ja klar. Flash Advantage und Broken Bad hat auch noch Flash. Labrov ist aber eine Ashe, die einfach Damage macht. Währenddessen ist er jetzt dead. Toplane ist durchgepusht, Botlane auch. Also eigentlich ist für die Two gerade ziemlich bad auf Topside. Ja, auf Botside, aber gut auf Topside. Sheo ist ja tot. Aber er kann da rausrennen. Ich glaube, er kann gerade rauskommen, außer Broken Bad macht Flash Q. Ja, wir werden MSI gewinnen. Wir gewinnen MSI. Oh, okay, wir verlieren MSI. Wir verlieren MSI. Der Moment. Das ist in die Chat. Das sieht jetzt aus wie sehr low Elo Gameplay. Aber es ist actually sehr geil von BDS. Ich meine es 100% ernst. BDS hat die Draft gesehen. BDS wusste, was Sache ist. Und BDS countert das perfekt, wie man es machen sollte. Mit einem tollen Counter in den Invade. Davor haben sie im Early Game beide Boards platziert. Richtig geil. Also wirklich gut. Ist actually gutes Gameplay. Aber low Elo von G2 ist auch wieder wahr. G2 hat es sehr transparent gemacht. Deswegen war es halt von NRP diese Woche so überraschend, weil die haben halt Udyr gespielt. Mit Udyr ist sowas nicht normal. War auch ein ganz anderer Lane-Swap-Style. Aber wenn euch das interessiert, wie man Lane-Swap anders spielen kann, guckt euch gerne NRP an gegen Funplus Phoenix. Die haben es in Game 3, glaube ich, gemacht. Und die haben die auch krass gelanced. Aber es ist geil von BDS gelesen. BDS liest das, hat davor Wards vorbereitet. Countert den Invades. Die Tour hat es auch sehr... Also sie haben es ja den Draft quasi rausposaunt. Wenn ich das sehe, sollten es die Pro-Player auch sehen, of course. Ja, geil gecountert und dann macht Labrov halt einen Fistfight bis zum Ende. Mickey sollte versuchen rauszukommen Richtung Blastkron wahrscheinlich, aber... Wer rechnet damit, dass Labrov so ein Typopath ist, einfach runterrennt und Ice einfach nur am Lachen? Weil der freut sich über First Blood und den Vorteil allgemein. Jetzt haben wir Arthos und Ashe, die gegen Varus. Und Leute,
Season 7 hat angerufen. Sie wollen ihre scheiß Meta zurückhaben. Ich habe diese Meta gehasst. Top-Lane zu sein in der Meta war richtig schrecklich. Du musst das wissen, wie lerne ich 1v2, wie lerne ich 1v2 oder 2v2 mit meinem Support. 1v2 gegen AD Carry und Support, 1v2 gegen AD Carry und Top-Laner, 1v2 gegen AD Carry und Support, 1v2 gegen Top-Laner und Jungler. Es war die schlimmste Meta. Es war auch super interessant, weil es war die Zeit, in der Korea dem AD Carry alles Gold gegeben hat. Europa hat Top-Laner trotzdem Farm gegeben und am Ende hat sich bei Worlds der europäische Lane noch durchgesetzt. Und Leute haben dann geswappt, wie es Europa gemacht hat. Und der europäische Lane zum Unterschied war quasi, der Top-Laner hat Gold bekommen. Im Vergleich zu dem koreanischen. Die haben AD Carry alles Gold gegeben. Quasi da war es so, der Top-Laner hat geduo-jungelt mit seinem Jungler gemeinsam. Und hat für ihn alle Camps geleasht und auch getankt. Und hatte 0 CS Minute 5 oder 6. Hatte war Top-Laner Level 1 mit 0 CS. Und das hat sich dann bei Worlds halt gedreht. War eine geile Meta. Nicht. Aber das war echt schon die schwerste Top-Lane-Meta zu lernen. Weil du musst es so verwissen und es war so hart. Aber war auch geil, weil du hast halt interaktiv eingebunden in verschiedenste Aktionen. Aber Riot Games hat Lane Source beendet. Wenn ihr euch fragt, warum wird das gerade gespielt oder warum wird das sonst nie gespielt, das war ja scheinbar mal eine viable Strategie. Der Grund dafür ist, dass die Turrets geändert wurden. Bottom ist doppelt so squishy wie Top Turret, also er hat die Hälfte der Stats. Deswegen kann man meistens vor der 5 Minuten nicht so gut Lane Swappen. Aber der Lane Swap hier von G2 ist sinnvoll, weil sie haben halt, die spielen halt Scaling gegen Double Hill of Blades. Und no joke, Chat, es ist ein low-key gutes Early Game für G2. Es ist okay. Weil sie kriegen die Jinx Lulu durch Landing Phase durch, ohne dass sie permanent gedived werden. Jetzt haben sie haben viel damit bezahlt, mit viel Blut gezahlt im Early Game. Aber es läuft nicht mal schlecht. Du schlüpfst halt Arthos gegen Sion gerade, aber Arthos gegen Sion ist immer lost. Das gewinnst du nie. Sion wird dieses Game immer von behind spielen, deswegen hast du ihn ja gepickt. Also, BDS hat 0 Platten, BDS hat 0 Dives geschafft, sie sind in Gold trotzdem natürlich fett vorne, BDS ist nicht unglücklich. Aber der Goldvorteil liegt auf dem Volibear und auf Arthrox und das ist nicht terrible, aber mit normalen Landing Phase Setup wäre es noch schlimmer gelaufen. Also ich kann G2 nicht komplett loben für das, was sie machen. Aber man. Es läuft trotzdem nicht schlecht. Insgesamt. Ist playable. G2 gutes Early Copium. Nee, ist nicht gutes Early. Aber es ist halt. Ist halt das Interessante, deswegen meine ich im Interview, weißt du? Hat G2 sich einfach komplett verdraftet? Haben die so gedacht, okay, wir spielen easy Botlane. Wir locken Lulu Jinx ein. Die spielen keine Ashe. Die spielen kein Volibear. Wir kommen damit durch. Dann locken die Volibear Ashe ein. Und auf einmal bist du halt so gezwungen. Was machen wir jetzt in zweiter Rotation? Wie überleben wir? Die waren noch Nico raus, die brannte Blanc raus, also können wir nicht Botlane absichern mit Early Game Midlane-Priorität. Also sagt man vielleicht, ey, wir werfen Broadman unter den Bus und wir spielen Sion. Hat Broadman das überhaupt geübt? Haben wir Laneswap und Scrims gepracticed? Keine Ahnung. Also, vielleicht hat die ein gutes Early Game gemacht, weil sie gut adaptiert haben, aber natürlich, das läuft gerade für VDS nicht schlecht. Traden Void Clubs für Drake, das ist immer das beste Objective. Was mit Toplane verliert man gerade ordentlich Platten bei Aatrox, oder? Also Jinx Lulu sollte da mehr Progress machen. Und Botlane ist halt undivable. Also Botlane kann man wirklich niemals diven, wenn das Sion ist. Dann geht jetzt Base und. Ja, Sound-Ressourcen wegzunehmen ist deutlich weniger schlimm als Arthos-Ressourcen wegzunehmen. Also es ist gerade besser für G2, honestly. Sie haben auch Voidclubs bekommen, also kriegen sie schneller Platten. Jetzt, guck mal, sie sehen, dass Botlane resettet hat, Sama und Nikki. Deswegen gehen sie jetzt ebenfalls Base, weil sie gucken müssen, wo der Gegner hingeht. Der Gegner hat Tempo auf dem Base, weil er früher gebased ist. Das heißt, der Gegner sollte jetzt eigentlich immer sich entscheiden, welche Lane sie abkappen wollen. Mit oder Botlane, Top oder Botlane. Deswegen sollte jetzt Jinx entweder predicten oder Mitte laufen. Das ist klassisches Lane-Stop-Szenario 101. Damals in Deficio und Crepocast-Zeiten, die waren so gut darin, darüber zu reden. Seht ihr das, was sie gerade machen? Die laufen zuerst Midlane, was korrekt ist, weil sie wissen müssen, weil sie herausfinden müssen, wo geht der Gegner hin. Erst wenn sie Gegner sehen, gehen sie weg von ihm. Richtig geil. Jetzt zeigt man sich Botlane, deswegen läuft dann Summer Toplane. Das ist extrem strategisches League of Legends, was wenig Blut meistens bedeutet, weil normalerweise die Swaps halt den Fights aus dem Weg gehen. Aber das ist actually League of Legends von vor, wenn ich lügen, knapp 10 Jahren, das wir gerade wieder sehen. Und es ist richtig cool, weil diese Season ist ja generell die Season der Nostalgie. Die Season ist ja die Season Nostalgie, was Items angeht. Wir haben Brutalizer zurück, wir haben Roll of Ages zurück, wir haben so viele alte Dynamiken zurück mit Matchups, wir hatten G2 zurück mit dem Heretics Lineup letzten Split. Das ist actually einfach Season 4 oder so. Für den Vibe, den ich hier gerade auf der Kluft bekomme. Ja, Top-Laner Lane 1v4 gegen irgendwelche Arschlöcher. Ich hab das gehasst, aber wenn Sion stirbt, ist okay. Farm die Werft trotzdem. 4-Mann Dive in Sion. Und ist actually gut für G2, solange Broadblade nicht ultet. Er darf nicht ulten, man kann nämlich danach zu Lane zurückholen. Er ist Level 6 geworden, es ist cracked. Er kann noch die gesamte Wave quasi farmen oder zumindest auffallen. Na gut, er hat einen Minion bekommen, so wollen wir nicht lügen. Aber ich glaube nicht, dass was G2 gerade macht toll ist. Aber ich bin trotzdem irgendwie Fan davon, weil es mich an früher erinnert. Ich bin halt alt geworden, ich liebäugle mit der Vergangenheit. Und honestly, der Winning ist jetzt. Oh, der Broadblade zur Lane zurück. Und covert Botlane, wenn er muss. Aber die Wave eh schon bekommen, also kann er sich ult auch eigentlich aufheben. Ergibt Sinn. Ist actually gewonnen, ist Early Game, by the way. I think. Weil wenn du Botlane lanes mit Jinx Lulu, bist du 5000 Goldband und wirst zu immer getötet.
Jetzt kriegst du First Turret Toplane. Aber eigentlich sollte Judith wieder resetten, das gleiche nochmal machen. Fairerweise noch sehen sie Botlane Varus. Wenn sie jetzt Base gehen und wieder darauf gucken, was die Ashe macht, Ashe hat jetzt Top-Wave, da werden sie safe gecancelt. Oder? Dann werden nicht gecancelt. Jetzt laufen sie einfach woanders hin. Und wenn sie noch mehr Platten kriegen können, umso besser für sie. Sollen jetzt wieder zuerst Mitte laufen. Jetzt ist das Problem, jetzt sollten sie nicht zuerst Mitte laufen, actually. Weil Varus ist gerade eben erst gebased. Das heißt, Varus ist nicht zuerst mit Tempo-Base in Base gegangen, muss sich also nicht zuerst irgendwo zeigen. Heißt, jetzt geht Hanzama straight Top-Lane, weil er weiß, Varus wird sich. Ist quasi ein Flip. Wo geht Varus hin? Was echt auch cool ist, so. Also Adaption auch wieder von G2, was das angeht, ist cool. Jetzt geht Varus durch Mitte, weil er nicht Tempo hat. Ist auch sinnvoll. Aber natürlich, BDS sollte, wenn er Top-Lane matchen, versuchen zu fighten und nicht den First Turret zu droppen. Jetzt kriegen sie noch Bot-Lane-Platten, G2. Und BDS mit einer tollen Level-1-Reaktion, aber man sieht schon, G2 hat es besser vorbereitet insgesamt. Ne? Also, Level-1 hat BDS predicted, weil sie Erfahrung gesehen haben, ergibt Sinn. Aber das genaue Early-Game-Makro zu spielen, ist halt jetzt, es ist kein Fistfight, es ist wirklich Gehirn-Engel. Hier wird Gehirn-Jungle aktiviert und jetzt das erste Mal, dass BDS Hanzama countert. Der hat Flash Cleanse ready, er sollte niemals sterben können. Und trotzdem, dieses Lane Assignment ist für die Two absolut terrible. Jetzt geht Broken Blade Base. Hans und Mickey sollten auch Base gehen, außer sie wollen Voidcaps fighten, aber ich würde davon abraten. Lass Bibi Toplane kommen. Und actually, wenn Bibi Toplane kommt, ist immer noch scheiße, weil Adam hat TP. Also einfach Base gehen, Voidcaps abgeben, Botlane rennen, oder? Sie sind trotzdem hinten. Ja, ist richtig, aber es geht nicht darum, dass du hinten bist, es geht darum, dass du nicht so krass hinten bist. Weil mit der Draft Landing Phase zu spielen, ist halt direkt FF. Das war nicht komplett ernst. Arthos gegen Sion, unplayable. Dabei Hell of Blades mit stärkerem Jungler gegen Jinx, Lulu plus Rell, unplayable. Also, es ist immer noch gut, aber das gerade ist kacke, weil jetzt finden sie Botlane-Platten und Arthos hat Teleport, also kann beim Heldfight dabei sein, wenn er möchte. Jetzt gehen sie auf 40 mit Base und guck mal, wie es jetzt aussieht, ne? Auf einmal spielt BDS gegen sie in Lane, auf einmal ist alles terrible. Hans geht Base, aber er kann nicht Botlane laufen alleine. Weil Arthos ihn einfach töten könnte. Trotzdem, sie kriegen 5 von 6 Void Grubs. Und der Botlane-Turm hat mehr Platten. Davor hat der Bibi auch Botlane-Platten geholt. Jetzt muss wieder BDS-Base gehen. Und es ist so krass, weil es kriegt quasi Varus und Edge nie Zeit, 1v1 oder 2v2 Landing-Phase zu spielen, wo sie halt einfach gewinnen würden. Heißt, die Zeit, in der du verlierst, wird minimiert, auch wo du selbst Ressourcen verlierst und der Gegner welche kriegt. Es ist immer noch geil. Bibi cancelt den Reset. Es ist actually gutes League of Legends. Das ist tatsächlich geiles League of Legends. Es ist komplett Nostalgie. Wenn du damals gespielt hast und ein Veteran bist, wie zum Beispiel Caps, dann weißt du das noch. Dann kannst du vielleicht noch vorbereiten. Jetzt First Blood Turret Top Lane mit Demolish plus 5 Voidcaps, vielleicht realisierbar. Adam ist dauernd eher stärker als Bibi, aber Bibi kriegt bei einer First. Actually, 2 Damage von den Dingens, vielleicht reicht's. Jetzt tick, Digga. Und währenddessen fällt auch noch Botlane Platten. Das ist actually gutes League of Legends. Es ist sehr geil. Jetzt müssen wir gucken, Leute. Labov hat Arrow ready. Wenn man hier intet, kann der Arrow fliegen. Aber er checkt, ob Rell im Busch ist. Das heißt, BDS hat keine Info auf Rell. Heißt dieser Volley. Jetzt eigentlich sollte ich Landing Phase normalisieren, weil jetzt ist Botlane die einzige Lane, die relevant ist, weil der Drache ab ist und weil der Top-Tom gestorben ist. Also gibt es eh nur noch Platten-Botlane. Heißt, jetzt nach 12 Minuten musst du das erste Mal lane, weil sie so geswappt haben. Finde ich geil. Die Frage ist, ist es worth, Hanzama ins Late-Game reinzutragen mit so einer Draft? Weil du spielst halt einen schlechteren Hyper-Carry-Spieler, er ist eigentlich besser Early-Game-Bully. Und du willst das Ganze nur machen, damit er ins Game decent reinkommt, du bist ja trotzdem behind. Ja, du hast das Beste daraus gemacht, keine Frage, aber du bist ja trotzdem behind. Also, ist das nicht insane toll? TP'd Bot mit Toplane, er TP'd Botlane, er will direkt fighten, ne? Keine 2 gegen 2 Landing Phase für Ash Varus. Nee, da ist ein direkter Zauber da. Der untert auf dich rauf. Aber Adam hat auch gleich Teleport. Wurf sich mit Adam. Das erste Mal, dass die 2 gegen 2 Lane müssen und es wird ein 5-Mann-Play Botlane gemacht. Caps ist da, Bibi ist da. Das ist insane. Das ist ja komplett crazy. Adam will nicht. Jetzt ist der Drake sogar weg. Das ist actually geil. Ich liebe das. Es ist so krass, was in League of Legends möglich ist. Wie gesagt, vor ein paar Tagen NIP gegen Fantas in China haben den krassen Udyr-Lane-Swap gespielt. Jetzt sehen wir von G2 einen wilden Nostalgie-Lane-Swap. Der ist genau wie früher, bloß hat, dass G2 es besser spielt, weil sie, I guess, das geübt haben in Scrims. BDS muss sich auf der Kluft adaptieren und wir haben ein bisschen ins Nasse geworfen. Jetzt engage auf Botlane, Sound lane nicht Top-Lane. Es ist Roaming Sound, basically. Jetzt ist Adam da, jetzt Double DB von BDS, jetzt muss Luke reinschaffen. Wenn das eine wilde Ult wird, er hat nur zwei Mann getroffen. Mir geht trotzdem dead, jetzt dreht man sich um. Labrov lebt noch, Adam flasht drauf auf Hanzama und das sieht terrible aus. Han sollte hier sterben, aber wenn man ihn loslässt und noch der... Ja, nice. Caps hat noch einen Kill geholt. Trotzdem, ist das okay? Man verliert sehr viel Gold Botlane. Weil es ist G2 1000 Gold und ein bisschen behind. Und so, keine Ahnung, ein Drachen vorne, ein Drachen even, Void Cups vorne, wenn man so möchte. Und es ist fantastisch, weil League ist so ein vielfältiges Game und meistens sind Pro-Player so richtig engstirnig und wir spielen Meta und wir machen nichts Neues. Hier wird mal was versucht, was auch nichts Neues ist, aber es ist sehr lange her, dass es populär war. Also ist es basically was Neues für die BDS-Jungs, die teilweise ja irgendwie 19 oder 21 Jahre alt sind. Die waren damals auch flüssig, als das gespielt wurde. Da war ich
Da war ich mal gut in League of Legends damals. Und das Bild G2 actually ziemlich sexy. Und das hier ein bisschen, ne? Double TP hinter G2. Ich würde sagen, der zweite Botland-Dive ist ein bisschen zu viel. Der davorige TP-Play, vielleicht sollte man danach abbrechen. Da hat ja Adam nicht drauf reagiert. Jetzt TPen Adam und Nuclear auch rein. Deswegen, das hier ist nicht so ganz Togo. Aber es ist trotzdem fein für G2, obwohl es auch fein für BDS ist. Und ich bin auch begeistert von BDS, weil der hat wirklich Adaption zeigen und auch gelesen hat, was G2's Draft machen möchte. Und deswegen ins Game reinfinden. Und wenn es nicht predict ist, dass Lane Stock kommt, bist du einfach 5 Platten behind quasi. Also schon stark. Anyway, worauf wollte ich hinaus? Es ist doch so viel mehr League of Legends drin. Dieses Game ist das bei weitem beste Game auf dem Markt. Es ist so ein spinnendes Spiel, wenn man im Teamplay agiert. Und da ist so viel versteckt, was man noch machen dürfte. Und das ist nur, das ist wirklich die wie sagt man, der Gipfel vom Eisberg. Was wir in China gesehen haben von FunPlus gegen NIP und G2 gegen BDS. Es wird safe noch irgendwelche Drafts geben mit fucking Yorick Toplane, der die Maiden spielt, dadurch der Wave Push Bot den Recon kann, wenn er Teleport spielt plus fucking Ghost oder so und dann Nimbus druckt, damit er nach dem Ghost sprinten kann, kannst du noch eine Wave pushen. Da gibt es so viele versteckte Strategien, die aber keiner üben will. Aber ja, G2 wird jetzt hier auf jeden Fall üben. Und etwas Wildes ausspielen. Bibi wartet an der Blastcone. Man kriegt gerade eine Menge Ressourcen, aber auf Botside fairerweise. Freeze gerade Nuclear die Wave. In der Lane-Swap-Meter war es nicht schlecht zu freezen. Weil du willst ja meistens swappen und Matchups aus dem Weg gehen. Und wenn du an eine Wave freest, musst du fighten, um den Freeze zu brechen. Aber es sieht ja so aus, als würde Nuclear die Wave rauspushen. Und wenn jemand freezen sollte, dann eigentlich nicht Azir. Auch Arthos kann nicht mehr freezen. Der hat bereits profane Hydra fertig. Der pusht automatisch. Ja, und jetzt natürlich die Frage, kann die Juju jetzt einfach lang genug chillen, damit es worth ist? Ich meine, 1000 Gold Defizit in der Draft, in der 15. Das ist turbo-insane. Du hast doch einen Drachen bekommen, also kannst du für Late Game warten. Caps kann nicht wirklich gedive werden, aber er wird es trotzdem. I mean, da dürfen sie das. 1 für 1 Trade ist okay-ish. Oh, die Wave geklippt von Jinx Rocket. Das ist absurd lustig, dass das geklappt hat. Jetzt können wir vielleicht sogar Broken Bad Bot NTP sehen. Oder aber, spielt er für Tier 2 Turret Toplane? Das ist etwas, was Juju sehr oft macht. Sie bereiten Tier 2 Turret Toplane vor und geben ihn später Caps oder Hans. Meistens Caps, weil der so Azir und so eine Scheiße spielt. In dem Game kann er aber auch Jinx den Turm holen. Also, Trade ist jetzt Botlane-Turm und ein Kill 1 für 1 für Toplane Half HP. Und das Gold gibst du später deinem Drachen. Er kriegt das plus 700 Gold, ist insane gut bezahlt. Das wird auf gar keinen Fall Broken haben, ne? Mach Half HP, Bruder. Nimm nicht den Turm. Außer es kommt niemand. Wenn niemand kommt, dann nimm ihn. Aber Nuclear spawnt, der wird Toplane verteidigen. Er sollte nicht den Turm nehmen. Er sollte den actually nicht nehmen. Arrow stunt ihn. Geht er raus oder wird er den Turm haben? Das macht Broken Blade sehr oft. Wenn ihr auf die 2 Games achtet, ist das super oft der Fall. Ich glaube, selbst wenn ich Garrett werden würde, hätte er den Turm nicht nehmen sollen. Weil ich das trotzdem gemacht, weil er halt, am Ende ist schon geil. Auch Topline mögen Ressourcen. Aber jetzt wäre es BDS-erweise beraten, den Turm irgendwann sterben zu lassen. Wenn du den später einsammeln gehst, für 800 Gold insgesamt, halt 700 für die Person, die ihn einsammelt, gibt das Jinx oder Ray ins Ho, die sind sofort beim Item Power Spike. Also, du hast Bottom verloren, aber Bottom ist halt viel weniger Gold wert. Finde ich auch wieder geil. Die Frage ist halt, hätte Broken Blade den Turm nicht trotzdem genommen, wenn er, also, er wurde halt Garrett, right? Vielleicht hätte er den genommen. Aber macht er oft, dass er ihn lässt. So, jetzt geht, er geht Base, und wo geht er hin? Er geht den Top-Turm einsammeln, ne? Er geht Base, der Rain Soul, er geht Top-Turm einsammeln. Finde ich geil. Finde ich actually geil. Der ist ein HP. Du hast 5 Void, Gubis, du machst einen Auto-Attack. Drachenspot in 40, das heißt, du kannst sogar den Drachen traden für Top-Turret und vielleicht noch Camps. Ist actually ein geiles Game in Europa. Das ist voll geiles League of Legends. Ich bin großer Fan. Vor allem, weil auch alles ist sinnvoll. Ich kann predikten, was passiert und ich verstehe, wieso es passiert. Und das liebe ich. Das habe ich voll vermisst bei so, wenn Giant X gegen irgendwen spielt oder so. Keine Ahnung. Und auch natürlich bei einigen von G2 oder BDS Games. Ist echt einfach cool. So, ich würde Drake traden. Scheiß auf Drake. Du hast einen bekommen. Du bist schwächer hier im Midgame. Trotz Skates, aber harter Item Engel für Orion, Sun und Jinx. Das Game ist zu Ende. Top-Turm ist saftig und süß. Jetzt geht Adam Toplane, sobald er Reigns hochsieht. Nuclear läuft auch sofort, weil die jetzt sagen, ah, wir können Top-Turm nicht abgeben. Aber sie haben keine Wahl, wenn sie Drachen nehmen wollen. Dann wird Top-Turm unweigerlich sterben. Das Ding ist eher ein Spiel. Ja, wir swappen für, also wir traden Top für Drake. Der Top-Turm ist ein Spiel. Geil. So kommst du durchs Early-Game gut durch. Und jetzt musst du halt im Late-Game zeigen oder mit Late-Game zeigen, wie du executest, ne? Top-Turm fällt, Cap-Stuff einsammeln. Das haben sie schon dreimal gemacht oder viermal gemacht in Regular Season mit Azir. Und es gibt halt nur sehr wenige Games. Es gibt dann nur 9 Best of Ones Regular Season. Jetzt hat Orion Soul straight 2 Items. Jetzt ist er vor der Goldkurve gegenüber Azir. Ja, es ist geil. Es ist actually geil. Ich bin begeistert. Infinity Edge auf Jinx bald. Du hättest auch den Turm an Jinx geben können für Infinity Edge. Aber Jinx ist der schlechtere Stalling Champion. Orion Soul macht eh auf den Boden und die Wave ist halt weg. Jinx wiederum braucht ein bisschen mehr Auto-Attacks. Deswegen kauft sie auch unter anderem Statics mit AOE Rockets. Volk im siebten Himmel. Ja, ich habe halt gerade viel zu kommentieren, weißt du?
Das ist ein richtig geiles Game auch für einen Solocast, actually, weil ich richtig versinken kann in der Nostalgie. Weil ich habe damals den Landshop studiert. Es war ja meine anfängliche Pro-Player-Zeit. Ich habe alles geguckt und ich habe halt versucht, alles zu verstehen daran. Deswegen, ich habe mich so eingegraben in den Landshop. Und wie gesagt, Crapo the Fischio damals waren insane. Wenn ihr alte LC-Cards gucken wollt, die haben damals Landshop. Es war so Quickshot-Cast mit Crapo the Fischio. Und die haben Landshop erklärt und man konnte so viel lernen damals. Crapo the Fischio waren ja beides auch Support-Spieler, die zum Caster geworden sind. Und die waren beide klug, was sie angehen. Die haben auch sehr viel darüber geredet, wie man Crux Level 1 macht. Das war ein bisschen lost, hat mich nicht so interessiert. Weil Botlane konnten halt Crux Level 1 effizient farmen. Das war ein bisschen langweilig zum Zuhören. Aber die Laneshop, der strategische Anteil daran, war halt geil. Und diese Art Play wurde halt von Riot Games einfach entfernt. So durch diese Turret Changes, dadurch, dass sie Drachen eingeführt haben, haben sie das Game halt sehr stumpf und Trumpf gemacht. Aber diese Juwelen, diese Diamanten in den Games, die sind irgendwo versteckt. Und wenn du es rausfinden kannst, wo, dann hast du Spaß beim Zugucken. Zumindest ich. Ich weiß, ihr mögt Blut auch sehr, Chat. Ich bin auch Fan von Blut. Manchmal das Gehirn ausmachen und einfach so, keine Ahnung, Vin Diesel rettet seine Familie mit einem fliegenden Auto und fliegt durch ein Hochhaus durch, ist auch geil, ne? Action sich berieseln lassen kann geil sein, aber manchmal willst du dich quasi auch im Film eingraben. Warum genau dreht sich der Kreis am Ende von Inception nicht? Warum genau ist Antenne diese Kugel durch die Zeit geflogen oder so? Kann sehr geil sein auch. Also wenn man sich darauf einlassen möchte, ist halt geil. Jimmy? So, erstes Mal Shutter Island gucken und dann nochmal gucken. Explosion. Auch geil. So, jetzt haben wir das Landing-Fest komplett beruhigt. Adam hat seine Ult gefettfingert. Das ist natürlich nicht so, Togo. Und jetzt, also, BDS kann legit nichts machen mit der Early Game Winning Draft, ne? Die haben einfach nichts bekommen. Die sind 300 Gold auf AD Carry vorne und 1500 auf Top Lane, dafür 1000 im Midlane behind. Insgesamt ist BDS 1000 Gold vorne und das ist alles auf Aatrox quasi geparkt. Und Sion interessiert das aber nicht. Der Sion, he doesn't care. Lass mir Adam auf Aatrox von V9 machen, das will ich auch nochmal sehen. Caps hat einen dicken Stern, der ist schon bei 234 Stacks, das ist extrem mächtig. Insane. Danke der Olifanten für den Submann, liebe Bro. Vielen Dank für den Support. Ja, Taxi, das Game kannst du auch direkt auf YouTube hochladen, ne? Das ist ein Traum. Das Game ist ein Traum von Marco Game. Hat auch so viel Spaß gemacht zu casten. Mann, habe ich diese Games vermisst. Weil ich bin ja kein Play-by-Play-Caster, ich bin eigentlich ein Color-Caster. Das sind genau die Games, die halt für die ich ausgebildet wurde. Wenn man, nein, nicht wirklich, aber weil jemand als Pro-Player am liebsten kommentiert. Dazu müsste ich. Auf, du hast jetzt Topside, Bibi wird zurückgezogen, aber er ist zwei Level behind, doesn't need to give a fuck. Er wird Level 12 von der Wave. Mit eine Menge mehr Stacks und er ist sehr, 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 sehr glücklich. Was bringen auch in Soul Stacks? Mehr Damage, größere E, größere Ult und wenn du 75 Stacks hast, kriegst du einen großen Stern. Also alle 75. Also er wird quasi nicht unbedingt durch AP stärker, sondern oftmals über den Sternenstaub seiner Stacks. Du siehst gerade in dem Icon neben Caps, das heißt er den großen Stern. Der große Stern im Gegensatz zum kleinen Stern ist ein Knock-Up mit riesiger AOE-Zone. Der kleine Stern ist nur ein Stun mit kleinerer AOE-Zone. Und hat auch keine so eine riesige Schockwelle, die quasi sich ausbreitet, alle Leute slowed. Eine sehr, sehr mächtige Fähigkeit, die oftmals Teamfights umdreht, gerade gegen immobile AD Carries. Es ist für Varus unmöglich zu Auto-Attacken oder für Ashe, wenn der Stern kommt. Und der Stern ist not coming in. Caps wurde gestunt, beziehungsweise gerootet von der Chain of Corruption. Jetzt diven wir trotzdem Midlane. Ice überlebt aber easily. Ob ich davon Fan bin, bin ich mir nicht sicher. Ich finde gerade BDS Reaktion sehr sexy. Pushen Top durch für einen Free Turret und also hier ebenfalls Botlane. Also eigentlich bin ich mir sicher, ich finde die nicht gut von T2. Wenn sie wenigstens noch Ice Flash bekommen hätten, wäre es okay, aber sie finden zwei Sidelines hart und sehr, sehr viel Farm auf beiden Lanes und sie trainen den schlechteren Turret. Das ist aber, glaube ich, alles andere als Wolf. Aber natürlich, wenn der große Stern kommen würde und du einen Kill bekommst, wäre es okay. So was du sehr darauf committed und Ice hat überlebt, ohne irgendwas zu benutzen. Edge of Night, Yumus Ghostbelt und Heal retten ihn da. Also er hat Heal benutzt, aber das ist natürlich jetzt nicht so krass wie Flash. Wolf hat BDS, tolle Reaktion auf Sidelane. Kriegen viel mehr als der Feind, das da erhalten hat. Jetzt ist auf einmal Adam 3000 Gold vorne. Er hat sein Gold Lead innerhalb kurzer Zeit quasi verdoppelt. Das ist mächtig. Das ist mächtig. Jetzt muss Adam auch was machen mit dem Gold Lead. Absolut. Adam hat hier die Ressourcen gepachtet. Er muss carryen. Der Arrow kommt geflogen, misst aber Hans. Weil ich gesagt, er wäre so oder so fein. Mickey war in Reichweite und Mickey hat Mikaels. Also im schlimmsten Fall wird Lulu einfach ihr Item drücken und der Fight endet sofort. Ich fand's, by the way, so krass, dass du mit dem Soundpick im Draft gecallt hast. Danke, Bro. Danke, Bro. Aber ja, das ist halt, ich guck halt alle Ligen, right? Und Sound ist halt wirklich immer Alarmglocken.
Immer Alarmglocken, immer Alarmglocken. So, gucken wir mal auf den ersten Drake-Fight drauf, wo vielleicht Leute contesten werden. Der große Stern, Eis muss hier definitiv flashen. Joke, Caps wollte ihn wieder nicht zünden, den großen Stern. Warum er es nicht will, verstehe ich nicht ganz. Oh, Mickey ist tot. Oh, nicht ganz, Adam hat nicht ganz so gut gespielt. Ich glaube, mit Conquest Hex hätte es da gereicht sogar, aber er wollte nicht da vorne steppen oder Ult anwerfen. Erste Mal 5 gegen 5. Der wichtigste Mann ist jetzt wirklich primär der Orion Sword. Ich bin auch großer Fan von Caps Itembild. Manchmal sehen wir, dass einige der Orion Swords sich für AP entscheiden. Aber ich finde, die besten der besten Orion Sword, vor allem Chovy, ist natürlich für den Full-Tank-Bild gegangen, also Off-Tank. Rylas, Deandris, Sonjas, Morellos. Kein Death Cap. Du hast Sternstaub. Du brauchst kein Damage über Death Cap. Und zwar BDS ist halt so, sie haben halt Early Game nicht hart genug gewonnen und keine Drachen gestackt, dass sie jetzt Probleme haben, das Game zu gewinnen. Also müssen sie Nash forcen, weil das ist das beste Objective auf der Karte. Die können niemals zur Drachenseele gehen. Das dürfen sie aktuell nicht. Das ist jetzt sehr, sehr schlecht für die Tour. BDS collapse auf Sidelane. Jinx Rocket ist raus und sie kriegen einen guten Trade raus. Aber trotzdem hat BDS immer noch nicht mit rum aufgerüttelt. Fünf Mann gegen fünf Mann Mitte, aber es ist unmöglich, gegen Orion Sword Progress zu machen. Der steht da drauf und drückt EQ, aber fairerweise, Hans Hammer wird gerade sehr hart gestarft. Jaik ist gerade gegen die Wand geflasht, das war cringe. Oh, shit, Bruder. Jaik ist dead und das ist sehr, sehr bad. Kann man jetzt Disengage in der Ult benutzen bei Caps? Das Ding ist halt, wenn er... Oh, da wurde der Flash gezündet. Mickey hat den natürlich sein eigenes Stance ready. Jetzt kommt die Ult, die Schockwelle ist riesig. Und noch leben alle. Mickey sidesteppt den Pfeil, aber wird gleich an den nächsten Rain of Arrows sterben, oder? Da ist der Rain of Arrows. Er misst aber sein Ziel. Damit ist Mickey raus, oder? PCR Arrow in 2, 1. Sidesteps. Okay, Sidestep von Mickey X. Und Bibi mit dem Kill. Jetzt wird Nash geforst von Orion Soul. Aber du hast Teleport, von Azir, nicht Orion Soul. Du hast Teleport auf Sion. Der TP doch direkt rein. Nash ist sehr, sehr schnell, sehr, sehr low. Und wie gesagt, das war nicht der Engage, den Yike wollte. Eigentlich sollte er niemals reinspringen, sondern eher peelen. Und die gegnerischen Champions, die reinhüpfen wollen, Delayne. Trotzdem, Caps ist da, aber er hat keine starke Fähigkeit mehr. Der wird auch noch gestunt vom fucking Arrow. Damit ist Nash weg. Well played, BDS. Toll bestraft den Proaktivitätsfehler von Yike. Shio flasht raus. Und 4 von 5 kriegen Nash. Well played, BDS. Erster krasser Vorteil dieses Game, den ich ihnen geben würde. Der Lanestop hat uns alles so möglich gemacht, aber G2 ist damit ins Late Game quasi, haben sie vorgespult, indem sie diesen Lanestop gemacht haben. Und im Late Game wurden sie mehr oder minder outplayed, weil sie selbst reinhüpfen wollten, gegen die Wand geflasht sind oder gegen die Wand geweht sind. Was float. Aber immerhin kriegen sie den Drachen mit dem Drachen. Kann noch Caps eh unterlegen? Ich glaube, er muss eh drunter legen halt für Stack, right? Ja, Yikes sollte niemals ein Gate spielen, vor allem nicht auf Half HP. Er failed Q Flash bzw. Nuclear Flash das. Aber selbst wenn Yike das trifft, ist es schlecht, weil er trifft eine Person. Und du willst ja primär versuchen, den Gegner zu peelen, wenn er dich engaged. Und vor allem, wenn du darfst, würdest du am liebsten sogar auf 3 Items von Jinx kämpfen. Die hat sie noch nicht ganz. Die geht jetzt hier für was wird das bei Jinx? Wird das drittes Item Kraken Slayer? Nee, es ist Seal. Es ist Phantom Dancer. Nee, ist auch nicht mehr Phantom Dancer. Chat, was ist das? Es ist nicht Rapid Fire. Es ist nicht Phantom Dancer. Es ist actually einfach Runat. Ich brauche gar nicht, Chat. Ich bin dumm. Ich habe die Curveball gesehen, dachte so, hä? Ich will nicht schon wieder Jinx sehen mit Static Shift und Kraken Slayer, aber ich viel zu oft in Europa gecastet. Ja, einfach Hurricane, das ist fein. Das ist okay. Der Bär nimmt guten Damage, der kann sich kaum bewegen vor Rain Soul, er wird jetzt angespuckt. Wird er sterben, der Bär? Das ist nicht optimal für BDS gelaufen. Der Bär lebt aber nach wie vor, Standard Sky ist balanced und währenddessen stirbt Ray, well played wieder. Junge, dass Cheo da rauskommt, ist einfach nur frech, Standard Sky und seine W halten ihn einfach entgegen. Und damit G2 erneut Verlust einer Person, Verlust eines Turrets. Well played BDS. Ja, sie haben jetzt mit dem Nash genug bekommen, dass es okay ist. Ey, liebe Bro, vielen Dank, FS Music. Was soll ich sagen? Sie haben genug bekommen mit dem ersten Nash, dass sie das Game gewinnen sollten mit dem zweiten. Also, das ist ihre Win-Condition. Weil sie das zu überdecken, gerade nachdem sie ja gerade Nash für Drake getradet haben. Als mit dem ersten Nash wirst du Gold bekommen. Wenn du mit dem ersten Nash die Karte öffnen könntest, also die Base öffnen könntest, wäre es insane. Und dann mit dem zweiten Nash wirst du den Sack zumachen. Das ist quasi zwei Lanes beinahe geöffnet. Ah, da ist doch 1 Minute auf Nash drauf. Well played BDS. Gucken wir nochmal exakt drauf, wie das sich bei Shiro zugetragen hat. Er jumpt rein mit dem Stormbringer. Das ist seine Ult und danach slappt er ein paar Leute. Und seine W plus Standard Sky rettet ihn hier, oder? Slappt den Turm. Dann hielt er, kriegt einen Heal von Varus. Und hat dann die W ready gehabt. Aber es war 2 Standard Skyprox, ne? Es war nicht seine W-Heilung, es war einfach 2 Standard Skyprox und ganz am Ende noch Triumph. Also Standard Sky plus Spirit Visage hat ihn da irgendwie so 350 und nochmal 400 Leben geheilt. Sehr, sehr knapp, aber auch sehr, sehr sexy von Cheo. Well played an den Mann aus Frankreich, der für sein Schweizer Team Meta macht. Bisher noch nicht gestorben ist, obwohl Libea als einziger im Game mit Adam gemeinsam eine clean KDA quasi vorzuweisen hat. Sehr, sehr strong. Es ist so ein unfaires Müll-Item. Ja, schon sehr witzig, ne? Also,
Sanats Greif fällt jetzt sehr vielen auf, wie OP das ist. Und Divine's Handbrake ist auch aufgefallen, fairerweise. Aber es ist halt noch mehr OP. Und ich wünschte mir auch, dass Sanats Greif und Divine's Handbrake nicht existieren würden. Und du Bruiser wieder Stärke gibst als Bruiser. Nicht bei Items, sondern halt als Champion. Liebe geht raus. Aber ja, aktuell kaufen halt sehr viele Bruiser Sanats Greif. Und dann machen sie einen ähnlichen Playstyle. Klar, die Champ ist immer noch ein bisschen anders. Aber für lange Zeit ist Goldrinker, Death Stance, Triforce, Divine's Handbrake und Sanats Greif das, was Bruiser auszeichnet. Es geht weniger um die Champions als um die Items. Und ja, Geo macht das super. Wallpad an ihn. BDS damit erstmalig im Game wirklich gut dabei. Tu ist jetzt sehr, sehr abgeschlagen an der Base. Lanzhoff hat sehr vieles unterbunden und jetzt haben sie die Chance halt noch weiter zu scannen. Sie brauchen Lord Dominix auf der Jinx, weil sie ja drin sind, den Hurricane kauft. Was ehrlich gesagt fein ist in dem Spiel hier. Aber sie brauchen jetzt auf jeden Fall Lord Dominix als Viertes. Oh, ich habe gerade erst ein Game in China kommentiert. In Korea. Ich war so tilted. Oh, ich war so tilted. Han war live gegen Gen.G. Und einfach bis zum 6. Item kauft die Jinx kein Lord Dominix gegen 4 Tanks. Junge, Trovi spielt Tank Azir. Wir haben Nord des Support, Top-Lane-Wand-Tank, Jungle-Wand-Tank. Wir kaufen kein fucking Lord Dominix bis zum 6. Item. Ich war so sauer. Und das war fucking Viper, ein ehemaliger Weltmeister. Wie kann sowas passieren? Weiß ich nicht. Aber wir sind auch sehr illegal in Korea. Aber hier sind die Items von Hanzama vertretbar in der Draft. Hurricane macht doch sehr, sehr viel Damage gerade bei den Raketen, die auf mehreren Ebenen explodieren dürfen. Und trotzdem gerade BDS am Drücken. Wie gesagt, bei dem nächsten Nash müssen sie das Game beenden, sonst haben sie wahrscheinlich verloren, was Scaling angeht. Und für den nächsten Nash hat die Tour den Stern ready, also erstmal vor... Oh, der Stern ist jetzt schon ready, aber der Arrow sitzt super. Und Caps muss ja wahrscheinlich Flash benutzen, macht er auch sofort. Darf deswegen leben, trotzdem Flash für Arrow, das nimmt man jeden Tag. Als Straight Down, well played Labrov. Der Roman aus Griechenland. Hat er das Zielwasser getrunken. Dann ist Legolas Gameplay. Obwohl Legolas noch nie einen Drachen gekillt hat, aber fairerweise... Glauben hat nicht mehr geliebt zu dem Zeitpunkt. Smog auch nicht mehr. Anyway. Ja, jetzt Cyril das Grudge bald bei Varus. Und BDS hat noch einen Play, der sich anmacht. Ich würde sogar als BDS fast auf den Drachen scheißen. Ich würde legit fast auf den Drachen scheißen. Du spielst eh nicht für Seele. Spielt Topside Vision. Der hat BDS gerade sehr gute Topside Vision vorbereitet. Und dann nimmst du einfach den Nash mit in der Minute. Das ist deine einzige, also nicht deine einzige, aber es ist... Ich will nicht ganz übertreiben. Also auch wenn sie den Nash jetzt hier nicht sofort kriegen sollten, ist das Game nicht für sie komplett instant verloren. Aber es ist schon Zeitdruck bei BDS gegeben, ne? Das werden sie auch selbst wissen. Die Frage ist halt, wie krass spüren sie diesen Zeitdruck? Geiles Geld noch von BDS, dass den Drachen jetzt erstmal abgeben. Vielleicht kann irgendwer den soloen, aber auf jeden Fall ist das Topside-Objekt wichtiger, der Nash. Aber jetzt los mittlerweile bei 385 Stacks und jetzt spielen sie für Drake. Das ist, finde ich, nicht geil. Die Tour muss ja nicht kämpfen. Aber je mehr die Tour quasi fake kämpft, desto länger haben sie Zeit, um Nash zu stallen. Also ein bisschen tanzen hier und am Ende Drachen abgeben ist fein. Ja, hier kann niemand wirklich gearrowed werden, weil halt Mika jetzt bei Nikki ready ist. Also egal, wen die Chain of Corruption erfasst oder wen der Arrow erwischt. Die Person wird durch das Mika jetzt erlöst von der... Oh, das finde ich kacke zu engagen. Darfst du das though? Actually, du darfst, oder? Bibi ist so tanky und der Item... Das hat er mit seinem Gold gemacht, um einfach reinzulaufen und zu sterben. Hat er für 50 Minuten gefarmt, Digga! Jetzt kommt der Stern auf Lava und der trifft ihn, ne? Der Stern trifft ihn. Aber BDS ist Trolling. Warum spielt ihr nicht für Nash? G2 bestraft das fantastisch, by the way. Und ich werde eines Besseren belehrt. Ich dachte, der Engage war Crash. Aber der Engage ist insane. Weil scheinbar Adam einfach da steht, darauf wartet, dass die Sound Cue niederkommt. Die Sound Cue misst der eh jeden. Und dann stirbt er einfach. Sein erster Death im Game. Also, Drake ist weg und jetzt das Game. Well played, G2. The sky's the sand. Der große Stern fährt wieder und kriegt man jetzt beide Objectives. Volibear ist dead. Arthur ist aber gleich Teleport in 20. Nuclear spielt einen sexy Flank an. Die Vision von BDS war gut vorbereitet. Vorher trotzdem weiß man seine Position. Er hat natürlich einen easy, easy Shuffle-Play, aber ich glaube, der Nash ist weg. Außer wir haben Boomer Uzi Worlds Finals gegen DRX und Varus klaut das. Aber nope, Nash ist gone. Das ist eigentlich, also, das ist draft-bedingt eigentlich Game. Das ist Action, das ist Low-Key-Game. Natürlich kann auch BDS outplayen oder so, aber sehr well-played von G2. Ich muss nochmal das Replay sehen, ob ich das actually gut von was Bibi gemacht hat. Lass mich nachdenken. Bibi ultet rein. Er hat die eh gar nicht getroffen. Doch, er hat ihr getroffen, actually. Ja, ich habe Adam ein bisschen zu Unrecht geflamed. Er war extrem gestoned von Rylas plus seiner E, aber er musste ready sein. In der 30. Minute die E zu flashen, die W zu flashen von Ray. Er musste Flash zünden wegen Crashdown. Plus Magnetsturm. Trotzdem, bisschen mehr. Also, mein Flame war zu harsh beim Play-by-Play. Möchte ich relativ korrigieren im Kontext des Replays. Aber er hätte trotzdem flashen müssen, definitiv. Ja, aber LPG2, geilen Catch gefunden auf Adam. Toller Engager auch nochmal von Yike und Bibi. Und danach können die Carries halt hitten. Trotzdem, der große Stern macht das halt möglich. Jetzt hast du Nash fertig. Heißt, wenn du Nash fertig hast, hast du Zeit, den nächsten großen Stern abzuwarten im schlimmsten Fall. Und das Game zu stabilisieren. Heißt, du musst gar nicht viel kriegen bei G2. Du scalst ja mit Jinx und Arayan Soul extrem hart. Und wir haben gleich 400 Stacks.
plus Bahrain so. Er ist bei 407 schon. 7000 Damage und Arthos hat 0. Arthos hat wirklich 32 Minuten gefarmt, um einfach gewonnen hätte zu werden, weil er nicht flashen konnte. Das ist schon nicht gut. Ah, das ist schon, da kann man auch mal 0 in den Chat reinspammen. 0 KKW. Lost Number KKW. Ist schon scheiße. Ist schon scheiße. Aber auch heftig von Cass, wie viel Damage er da anbringen durfte. Aber 0 KKW, es ist deserved leider. Es tut mir leid, aber es ist nun mal deserved. Es ist nun mal deserved. Ja, morgen Fnatic gegen Vitality. Royal Bracket Semifinal. Oder ja, Royal Bracket Semifinal ist richtig. Das heißt, der Verlierer von heute spielt gegen den Winner von morgen. Also entweder gegen Fnatic oder Vitality. Ich persönlich hoffe ja auf eigentlich Vitality. Aus persönlichen Gründen halt wegen meines Ex-Coaches. Aber eigentlich hoffe ich auch irgendwie auf Fnatic für halt Storyline. So Fnatic gegen G2. Hallo Chef, hoffe es geht dir gut. BDS will ich nicht nochmal im Finale sehen, ehrlich gesagt. Weil ich habe das Gefühl, die werden eh nicht gewinnen. Leute, ja, danke dir, Made by Love. Vielen Dank für den Zauber. Willkommen. Danke dir. Vielen lieben Thanks. Danke an Noxus-Fan. Oh Junge, kein Lord Dominix bei Jinx. Es wird wieder sechstes Item Lord Dominix. Oh, aber Adam ist schon wieder dead, oder? Actually, der Arrow, oh, close. Wenn der Arrow trifft, ist Caps da vielleicht sogar selbst fucked. Jetzt Ike verteidigt Caps, der hat Sonnes und kriegt gleich die Ult von Mickey. Mickey ultet ihn hier nicht ganz rechtzeitig, oder? Wildgrub ist auf Cooldown. Wer hat's bekommen? Niemand. Also muss es durchgekommen sein auf Caps. 1 für 1 Trade, was die Mitte angeht, aber halt 1 für 2 insgesamt. Trotzdem guter Catch des Ash Arrows auf Caps, der da einfach drauf geht. Aber er hat Flash gehalten. Ist nicht terrible. Boah, mir gibt dieses Game gerade so viel Lebensenergie. Ich liebe, das ist das Spiel, in das ich mich verliebt habe als Teenager. No joke. Diese Art League of Legends zu spielen und mit Kopf zu gewinnen, statt nur mit Blut. Nicht nur Solo-Kill, gib irgendjemand auf die Fresse, sondern benutzt dein Gehirn. Denn ich bin schlecht, ich habe zwei linke Hände. Alle meine ganzen Familie sind Handwerker und ich bin derjenige, der halt nichts kann. Das sieht man auch in League of Legends. Ich bin nicht gut mechanisch, aber, also ich diszipliniert halt, aber ich war kein Talent. Aber das Game zu kennen, ist so geil. Und du hast das so fantastisch gespielt im Early Game. Jetzt enden sie einfach das Game und spielen die Frontdoor an. Nuclear ist in 8 Sekunden, Hans Hammer fast dead, der ist actually dead. Können Frontdoor nicht komplett durchspielen. Und Mick wird auch noch sterben. Das ist ein bisschen übereifrig. Kann Bibi rausholten? Ich glaube, ja, ne? Ja, er ist fein. Coward! And he's out. Is he out? He's dead. Er hat kein Flash, er ist dead. Cyril, das gerade slowt ihn zu sehr, er wird sterben. Ich glaube, es noch eine ganze Weile. Actually, Caps kommt. Er ist nicht dead. Er lebt. Caps macht eh auf den Boden schon das Sidestep. Und der Stern kommt. Oh mein Gott, ist das frech. Wird die Wehen killen? Die macht Magic Damage. Ist das respektlos. Na, but they are styling on them. Okay, das Ende ist Europa. Das Ende ist gerade europäisches League of Legends. Aber der Anfang, der war europäisches League of Legends vor 10 Jahren. Ja, Caps hat ein bisschen Spaß. Der Mann ist crazy gut, mechanisch. Caps auf jeden Fall der europäische Midlane-Goat. Erzählt mir nichts von Froggen mehr nach all der Zeit. Caps ist so insane. Und vor allem, man hat das Gefühl, Caps ist wieder in Topform. Das gibt mir so Hoffnung gegen die asiatischen Midlaner. Ich muss sagen, wenn ich Mr. Perfect zugucke, dann habe ich trotzdem Angst. Ja, Chovy ist schon sehr, sehr in Form aktuell. Es ist schon sehr spooky, gegen Chovy zu spielen. Aber Caps ist natürlich auch komplett cracked. Ah, geil, Mann. Sehr, sehr sexy. Lass los, Tolkien. Internationals wird nichts. Ich weiß, Bro. Das ist auch das Ding, aber das finde ich eigentlich irgendwie wieder geil. Weil G2 hat sich das Game bewusst hart gemacht. Diese Art zu spielen ist ja nicht free. Diese Art zu spielen sagt halt, wir sind besser auf Makro-Ebene und müssen das super klug machen und gut kommunizieren und sowas. Und damit kannst du auch Landing Phase gegen bessere Botlanes skippen. Heißt, wenn du jetzt spielst gegen Hanwha und du spielst, keine Ahnung, gegen Viper plus The Light oder spielst gegen Gen.G, gegen Pace plus Lance oder gegen Guma und Kiria oder selbst gegen Ruler und Missing, du kommst durch Landing Phase durch. Und aktuell, das ist glaube ich der Read von quasi jedem, der DC guckt bei G2. G2 ist sehr krass auf Broken Net und Caps gewesen, aber Botlane strauchelt schon arg in der 14.6 Meter. Hypercarries irgendwie durchzubekommen durch Landing Phase und generell zu spielen. Also wenn das die Idee dahinter ist, wir üben das jetzt gegen BDS und machen uns das Leben bewusst schwerer, weil die Draft, das Game zu spielen ist obviously sehr schwer. Um das dann später drauf zu haben, wäre schon Alpha, wäre schon sehr cool. Alles Fragen fürs Interview. Ich wünsche dir, also wirklich. Wann hat G2 sich entschieden für Lane Stop? Wann hat G2 sich entschieden für Dingens? Ob sie es quasi üben wollten oder nicht? Und trotzdem hat BDS ja beinahe gewonnen. Wenn BDS nicht throwt vom zweiten Nash, ist das ein closes Game. Da kann ich euch nicht sagen, wer gewinnen würde. Vielleicht auch Play G2 trotzdem. Am Ende haben sie den Outplay gefunden. Aber BDS war auch in Position, dass sie das Game gewinnen konnten. Der zweite Nash war halt der Do-or-Die-Moment. Jetzt ist es zu Ende. Aber ja. Gut, wo leider gegen China Korea nicht so einfach ein Landing Phase werden. Das ist genau der Punkt vom Lane Stop. Du spielst den Landing Phase gar nicht. Das ist, was ich meinte in dem Game. Bei 12 Minuten war es das erste Mal Botlane 2 gegen 2 am Start. Und dann sind zweimal Botlane TP, nämlich Caps und Broken Blaze.
Es gab keine Landing Phase. Das ist ja genau der Sinn dahinter. Du skippst quasi Landing Phase in schlechten Matchups. Und Ash Lulu gegen Varus, Jinx Lulu gegen Varus ist ein schlechtes Matchup. Europa gegen Korea ist ein schlechtes Matchup. Auch Botlane, egal welche Champions gespielt werden. Also was kann Sinn ergeben? Fimi? Das kann Sinn ergeben. Ist nicht objektiv gesehen jetzt immer insane gegen Korea, China, aber ich verstehe, woher die Idee geboren wurde. So, jetzt wird hier ein kleiner Engage gespielt. Jai gegen Nuklear. Nuklear muss rausschaffeln. Der Stern wird ihn auf jeden Fall finden. Bomb, es ist OP. Junge, the sky is the sand, caps of Rampage. Orion Soul in seinen Händen wirkt auch einfach geil. Seine Series gegen Humanoid fand ich auch richtig sexy. Humanoid, er sind ja meistens die beiden besten Mitte in Europa. Look at this guy, look at him. Look at him, he's styling on them kids. Aber jetzt kommt auf der Nexus einrennen, hier. Eigentlich noch ein Nexus Turret, ich trolle. Triple Kill, okay, Penta. Tötet Adam zweimal, leider. Oh shit, Caps. Das Ding ist, wegen GA wird er wahrscheinlich nicht den Penta in den Quarterback kriegen, oder? Der läuft aus, bevor er den kriegt. Okay, Penta. Komm, auch mal gönn, Cheo. Jagt ihn. Findet ihn. Der Scheißbär. Abholen. Rayquaza Hyperstrahl. Er ist auf der Jagd. Komm, mach Nexus weg. Ich will den Fight sehen. Pentakill. He's still chasing. Du kannst warten. Er safe dead. Pentakill in 3. Ne, warte. In 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Woohoo! GG's in Game 1. GG's, Mann. Pentakill für Caps und der Mann ist ein Monster. Der ist in Topform. Wir gewinnen Worlds, Chat. We will win Worlds. We will win Worlds. Trust. Ein sehr hartes Spiel des Game für G2. Von Draft an. Wann haben sie ihn Shields adaptiert? Ich würde es so beeindruckend finden, wenn sie Call gemacht haben zu adaptieren, sobald halt Volibear und Ash eingeloggt waren. Weil sie halt sagen, wir können nicht mehr gewinnen in normaler Landing Phase. Wenn sie es von vornherein geplant haben, immer noch beeindruckend. Aber dann wäre es quasi mehr geplant. Also halt, ja. Und da haben sie diese Art Marco am Ende einfach gefreestylt. Es war so viele gerade Momente in dem Game. Wann ist der Mitte gelaufen mit Eddie Carry? Wann geht der Eddie Carry wohin? Wann zeigt man sich wie? So viel League of Legends ist da drin gewesen im Spiel. Ach, ich habe legit morgen Bock. Ich hätte richtig Bock, das Game zu analysieren, ehrlich gesagt. Für so, da kann man 3 Stunden drüber reden. Da holst du dir ein paar alte Pro-Player-Hasen in den Stream rein. Am liebsten fast Scrap of the Fischio von früher, weil die sich, wenn die sich noch erinnern, haben die am meisten Ahnung gehabt damals. Was den Landsword-Meter angeht. Und dann redest, kannst du für 5 Stunden drüber reden. So geiles League. Ja, well played an G2. Trotzdem, BDS hat auch fantastische Stärken gezeigt. Haben halt ihre größte Stärke nicht ausspielen können. Draft-bedingt, beziehungsweise Lanesword-bedingt, haben sie ihre Draft-Stärke nicht zeigen können. Was halt für sie zackt. Trotzdem hatten sie Nash, trotzdem hatten sie Win-Conditions. BDS hat sich von der guten Seite gezeigt, finde ich. Aber ja, das war ein sehr besonderes Game. Und ein richtig geiles europäisches League of Legends-Game. Ich bin begeistert. Ich bin actually